Also, ich war noch im Country Club und habe mir den großen Saal mal angeschaut, aber der ist zu ungemütlich für eine Party in kleinerem Rahmen, wie du sie geplant hast. Haben Sie nicht etwas Kleineres zu vermieten? Doch, der ist aber ausgebucht. Na toll, und was schlägst du jetzt vor? Ja, wie wär's mit dem Orient Express? Ja, machen die so etwas denn auch? Eigentlich nicht, aber ich war heute Morgen bei Ihnen und konnte Sie dazu überreden. Schön. Sie waren heute aber schon fleißig, Dr. Dunne. Sie kennen mich doch, Dr. Kelton. Alles, was ich mal anfange, das führe ich auch sorgfältig zu Ende. Aus dem Grund wollte ich, dass du mir hilfst. Du bist ein Schatz. Danke, ich hätte das nie allein geschafft. Und jetzt werde ich wohl besser den zukünftigen Eltern erstmal verraten, was sie erwartet. Oh. Wir sehen uns dann später. Bis dann. Dr. Wright, Sie werden dringend in der Notaufnahme gebraucht. Was war das denn bitte? Dr. Wright, bitte. Jetzt sag doch endlich mal, welcher gefällt dir besser? Keine Ahnung, Liebling. Ich mag sie beide, außerdem müssen sie dir gefallen. Ich kann es immer noch nicht fassen, dass ich mir beide kaufen durfte. Aber der hier ist schicker, findest du nicht? Obwohl dieser hier natürlich eleganter ist. Was soll denn das? Mal einen Moment, was soll denn still, das? Bitte, ja? Gina, lass den Quatsch. Ja. Gina! Halt doch still, lass mal sehen. Gina! Okay, komm schon. Ich weiß doch, dass du auf so etwas stehst. Pfennigabsätze, ja, aber bei Hüten erschlafft wohl eher. Süß, er ist so kleidsam. Es wäre mir trotzdem lieber, wenn du ihn trägst. Oh, das habe ich auch vor. Aber ich glaube, dieser hier besser. Wie oft soll ich Ihnen noch sagen, dass Sie mich hier nicht anrufen sollen? Ich will das nicht. Bitte? Wieso nicht? Ich bin der Bezirksstaatsanwalt und mir ist egal. Ja, schon gut, ich komme aufs Revier. Ich überlege gerade, ob ich nicht meinen eigenen Hutladen aufmachen sollte. Das macht sicher Ich muss kurz weg. Wo willst du denn hin? Anscheinend mag er den Hut doch. Mason? Pater, kommen Sie rein. Schön, dass Sie sofort kommen konnten. Ja, ich bin ja auch auf der Stelle losgefahren. Guten Morgen. Guten Morgen. Also, worüber wollen Sie mit mir sprechen? Nun, Julia und ich hatten letzte Nacht ein ernsthaftes Gespräch darüber, dass ich ein bisschen zu viel trinke. Oder vielmehr, dass ich eine ganze Menge trinke. Und sie sagte, dass Sie mir bestimmt dabei helfen würden, das einzuschränken. Ich habe wirklich etwas Erfahrung mit Alkoholmissbrauch und wenn Sie wollen, können wir darüber reden. Vielleicht mache ich lieber so lange einen Spaziergang. Nein, Sie sollten ruhig hierbleiben. Ich werde Ihnen beiden ein paar Fragen stellen müssen. Ich traue meinen Augen nicht. Das kann doch nicht dieselbe Frau sein, die sich die ganze letzte Nacht hin und her gewälzt hat. Oh, es tut mir leid, ich habe dich wohl geweckt. Nein, schon gut, das macht nichts. Ich kann nur nicht fassen, wie du so strahlend schön sein kannst nach so wenig Schlaf. Mir geht es ausgezeichnet. Das liegt bestimmt an dem Baby. Du meinst, das Kind gibt dir Energie für zwei? Ach, wenn du denkst, dass das total albern klingt. Ich habe mir darüber Gedanken gemacht und ich bin mir... Was ist? Was hast du, Liebling? Eden? Ich verstehe nicht, warum Julia hier sein muss. Ich meine, wir reden über meine Trinkgewohnheiten. Ja, aber ihr Alkoholkonsum betrifft auch Julia. Das bestreite ich ja nicht, aber ich bin doch derjenige, der hier trinkt. Das ist richtig, aber oft besteht ein Zusammenhang zwischen Partnerbeziehung und Suchtverhalten eines Menschen. Damit will ich sagen, die Art und Weise, wie sie beide miteinander umgehen, könnte ein Grund sein, warum sie das Trinken nicht aufgeben. Ah, Sie meinen, durch mein passives Verhalten habe ich ihn unbewusst dabei unterstützt? Wie bitte? Julias Passivität in diesem Punkt hat dazu geführt, dass Sie Ihr Trinkverhalten als völlig normal empfunden haben. Ich liebe dich und ich will dir helfen, so gut ich kann. Allerdings ist mir klar, dass ich gerade am Anfang so gut wie nichts für dich tun kann. Völlig richtig. Man muss den Süchtigen fallen lassen, nur so hilft man ihm. Moment, was soll das bitte? Was soll das ganze Gerede über Alkoholmissbrauch und fallen lassen? Julia und ich haben vor, demnächst zu heiraten. Sie lässt mich nicht fallen. Da wäre ich nicht so sicher, wenn Sie Ihr Problem nicht in den Griff bekommen.
Wissen Sie, allmählich frage ich mich, auf wessen Seite Sie stehen. Darum geht es nicht. Ich will nur das Beste für Sie beide. Aber am wichtigsten ist, was Sie selbst wollen. Ich möchte möglichst bald heiraten. Ich will, dass wir eine Familie sind. Genau dasselbe trifft auch für mich zu. Nur, dass du so viel trinkst, ist doch zerstörerisch für Samantha und mich. Ich kann dich nicht heiraten, wenn du nicht aufhörst. Julia, warte mal. Das ist kein Grund zur Panik. Ich habe doch gesagt, dass ich aufhören will. Mason, ich glaube, Julia möchte so etwas wie einen Beweis, dass sie es ernst meinen. Nicht nur ein Versprechen. Das genügt ihr nicht mehr. Was soll ich tun? Du hast doch einen Weinkeller. Es wäre vielleicht angebracht, den abzuschaffen. Den Weinkeller, ja, den Wein kann ich verkaufen. Und was wünschen Sie sich von Julia? Im Prinzip wünsche ich mir das Gleiche wie Sie. Gut. Eine Forderung stellt Julia aber. Sie müssen sofort aufhören zu trinken. Das sollte Ihnen vollkommen klar sein. Aber sicher, wenn sie es so will, dann schränke ich mich eben ein. Nein, Mason, genau das kannst du eben nicht. Wenn du mal angefangen hast, kannst du nicht mehr aufhören zu trinken. In Ordnung, gut, dann lass ich es eben ganz bleiben, wie du willst. Ich habe das Gefühl, Sie finden das unnötig. Wie ich schon sagte, ich mache, was Julia will. Julia besteht darauf, weil sie glaubt, dass Sie Alkoholiker sind. Sind Sie anderer Meinung? Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, was Sie von mir wollen. Ich habe doch gesagt, dass ich aufhöre. Damit dürfte doch wohl alles klar sein. Nein, denn Sie werden nie aufhören, wenn Sie weiterhin die Tatsache abstreiten, dass Sie Alkoholiker sind. Ich habe gesagt, dass ich mein Alkoholproblem angehen werde. Und das ist doch immerhin schon etwas fürs Erste. Julia, ich möchte Mason für einen Moment entführen, wenn Sie erlauben. Darf ich mitkommen? Nein, Sie sollten hier bleiben. Im Augenblick sehe ich keinen Sinn mehr in einer gemeinsamen Beratung. Ich glaube, es ist besser, wenn ich allein mit ihm rede. Was läuft denn nun zwischen dir und Zack? Also, ich bitte dich. Das war lediglich eine Frage, sonst nichts. Zack gibt demnächst eine kleine Party für ein paar Kollegen. Und was hast du damit zu tun? Du arbeitest nicht in der Geburtshilfe. Ich helfe ihm nur bei der Planung. Du hilfst bei der Planung? Und was bedeutet das bitte? Komm schon, Scott, sein Dienstplan war höllisch diese Woche und er bat mich, ihm ein bisschen zu helfen. Ich organisiere das Fest, verstehst du? Nein, nein, das verstehe ich nicht. Wieso hilfst du bei den ganzen Vorbereitungen, wenn du nicht vorhast, zu dieser Party zu gehen? Aber ich gehe zu der Party. Ich bin so eine Art Gastgeberin. Wie bitte? Was soll denn das? Da ist doch nichts dabei. Darf ich denn einem Freund keinen Gefallen tun? Natürlich darfst du das. Nur irgendwie kommt es mir so vor, als wäre das etwas mehr als nur so ein Gefallen für einen Freund. Ach, Scott. Ist doch wahr. Dieser Kerl veranstaltet eine Party und du spielst seine Gastgeberin. Meinst du nicht, dass alle vermutlich glauben werden, dass du seine Freundin bist oder vielleicht sogar seine Frau? Oh, bitte, seit wann kümmert es dich, was andere denken? Wenn es Zack betrifft, dann eigentlich immer. Du weißt doch ganz genau, wie lange ich Zack schon kenne und dass wir nie mehr als gute Freunde gewesen sind. Dann verstehe ich aber nicht, wieso du verheimlichst, dass du zur Party von Zack gehen willst. Ich mir schon dachte, dass du es falsch verstehst. Hör zu, Heather. Natürlich hast du mir schon oft genug gesagt, dass zwischen euch beiden nie etwas gelaufen ist, aber ich weiß nicht, ob du begreifst, was ich meine. Es fällt mir einfach schwer zu akzeptieren, dass es nur eine Freundschaft sein soll, die euch verbindet. Und nun, was erwartest du, dass ich Zack sage, ich kann dir bei der Party nicht helfen, weil mein Freund was dagegen hat? Wäre das so schlimm für dich? Das hättest du wohl gerne, hm? Vergiss es. Ich werde im OP erwartet. Jetzt lauf doch nicht gleich beleidigt weg. Ich sagte doch, ich werde schon erwartet, denn eigentlich sind wir, wie du weißt, zum Arbeiten hier. Und nicht, um Partys zu besprechen. Es wäre besser, wenn du noch mal ins Bett gehst. Du hast nicht mal 3 Stunden geschlafen. Es geht schon wieder. Es war nur ein Krampf und weiter nichts. Glaub mir doch, es ist nichts weiter. Ja? Vielleicht rufst du Zack besser an. Es ist unnötig, ihn zu bemühen. Er wird das nach dem, was du durchgemacht hast, mit Sicherheit verstehen. Höchstwahrscheinlich hält er dich an für einen von diesen grundlos besorgten zukünftigen Vätern. Ja, aber er hat doch gesagt, du sollst anrufen, wenn irgendwelche Probleme auftauchen. Genau, und ich habe keine Probleme. Wieso also anrufen? Bist du sicher? Natürlich. Und mir wird es noch besser gehen, wenn ich wieder anfange zu arbeiten. Was, doch nicht heute? Doch heute. Ich moderiere das aktuelle Magazin. Du solltest dir nicht zu viel zumuten. Es gibt doch im Moment Wichtigeres als das aktuelle Magazin. Darüber haben wir geredet. Es ist sehr wichtig für mich zu arbeiten. Es lenkt mich ab und bringt mich auf andere Gedanken.
Wir hatten die gleiche Diskussion doch mehr als nur einmal. Du hast recht, das weiß ich. Ich dachte nur, es wäre etwas zu früh. Schatz, ich habe, bevor ich im Studio sein muss, noch ein bisschen Zeit, okay? Du darfst auf mich aufpassen und mich bedienen. Als mein Sklave in der Zwischenzeit. Dagegen habe ich nichts, ehrlich nichts. Das hättest du wohl gern. Ja. Na gut. Und womit kann dein Sklave dienen? Ich möchte noch einen Kuss von dir. Und danach bitte Orangensaft. Orangensaft, kommt sofort. Hallo? Das war bestimmt jemand vom Polizeirevier. Die sind oft überlastet. Die Telefonleitung, meine ich. Und dann kann es passieren, dass die Verbindungen zusammenbrechen. Nein, das war er. Das weiß ich genau. Eden, hallo. Schön, dass Sie wieder da sind. Ich freue mich auch. Sie sind bestimmt stolz auf Sie, Cruz. Sie beweist, dass sie ein Profi ist, weil sie es schafft, weiterzumachen, trotz allem, was passiert ist. Damit machen Sie vielen anderen Frauen Mut. Das glaube ich auch. Gut, ich muss noch schnell ein paar Kopien machen. Wir sehen uns dann ja später. Okay. Nun, sie ist doch wirklich sehr nett. Sie behandelt mich wie eine alte Kollegin, oder? Verzeih mir, aber ich mag sie trotzdem nicht sehr. Ich würde gerne noch hierbleiben, aber ich glaube, es würde bestimmt nicht gut ankommen, wenn ich am ersten Tag schon zu spät komme. Ich wäre wirklich gern dabei gewesen. Ich meine, ich verpasse nur ungern deine Vereidigung. Das macht nichts. Du kannst dich nun mal schlecht zweiteilen. Ich meine, die Vereidigung findet zum gleichen Zeitpunkt statt wie dein Programm hier. Also, was soll's? Du meinst das aktuelle Magazin? Genau, das meine ich. Ich hatte eigentlich schon die ganze Zeit vor, mit dir zu reden. Du fühlst dich verpflichtet, wieder als Polizist zu arbeiten. Und ich glaube, meinetwegen. Du sollst wissen, dass ich nicht erwarte, dass du vielleicht etwas tust, das du nicht willst. Nein, das ist nicht wahr. Ich denke schon eine ganze Weile darüber nach, ob ich nicht wieder als Polizist arbeiten soll. Letztendlich habe ich es vermisst. Dass dir das fehlen würde, habe ich von Anfang an gewusst. Hellseherin, was? Ich glaube, heute bringe ich im aktuellen Magazin eine Sondernachricht. Dann weiß ganz Santa Barbara, dass der beste Polizist auf der Welt heute seinen Dienst antritt und dass alle bösen Buben nichts mehr zu lachen haben werden. Bleiben. Glaub mir, das kommt nicht so gut an, wie du denkst. Also lass es. Ich wüsste nicht, warum. Ich liebe dich. Sei bitte vorsichtig. Draußen sind zwei Polizisten, die den Eingang bewachen. Und sobald du das Studio verlassen willst, wird einer der beiden dich begleiten und nach Hause bringen. Bis nachher, Schatz. Viel Glück. Das wünsche ich dir auch, Inspektor. Übrigens, hier sind die Beiträge für Ihren Wahlbericht. Werfen Sie vorher noch einen Blick rein. Ja, sicher. Eden, solange Cruz hier war, wollte ich nicht darüber sprechen, aber ich hoffe, Sie wissen, was Sie tun. Verstehen Sie mich nicht falsch, aber ich glaube, ich könnte das, was Sie erlebt haben, nicht so schnell verarbeiten. Sind Sie sicher, dass Sie schon so weit sind? Ja, aber natürlich. Und jetzt muss ich etwas tun. Intravenös. Dr. Donnelly? Victoria, sind wir wieder bei Dr. Donnelly angelangt? Oh, wissen Sie, ich dachte hier im Krankenhaus. Ich bin Ihr Freund. Das weiß ich zu schätzen. Und ich wollte Ihnen auch noch dafür danken, dass Sie dafür gesorgt haben, dass ich wieder eingestellt wurde. Kein Problem. Es war eine Frechheit, dass die Sie haben gehen lassen. Ich bin nur froh, dass ich diese Ungerechtigkeit wieder zurechtbiegen konnte. Offen gestanden hätte ich ungern auf Ihre liebenswürdige Gesellschaft verzichtet. Es ist schön, wieder bei den Patienten zu sein. Es macht mich sehr froh. Die Patienten sicher auch. Das würde mich freuen. Hallo, Tom. Hallo, Heather. Ich muss was tun. Also dann. Ja. Bis später. Eine reizende Frau. Ja, kann ich dich ganz kurz sprechen? Natürlich. Und welche Bitte soll ich dir erfüllen? Was? Wenn du so ein Gesicht siehst, dann weiß ich genau, dass du etwas von mir willst. Aber ich bin gleich verabredet und habe nicht viel Zeit. Ich wollte fragen, ob du nicht einen Weg weißt, wie ich da wieder rauskomme. Woraus? Du weißt, wovon ich spreche. Die Planung der Party für Zack verursacht einige Spannungen mit Scott. Das darf nicht wahr sein. Clark ist verärgert wegen einer Party. Ich wusste immer, dass dieser Mann engstirnig ist, aber nicht wie sehr. Du hast es Zack versprochen. Zack ist es egal, wer seine Party organisiert. Du warst es, der mich praktisch dazu gezwungen hat. Das stimmt aber nicht. Dein Freund wurde wieder eingestellt und mir hast du im Gegenzug die Party versprochen. Daddy, wieso ist das so wichtig für dich?
Jede zweite Frau in diesem Krankenhaus würde wahrscheinlich nichts lieber tun, als diese verdammte Party zu organisieren. Darum geht es aber. Es war so abgemacht und du willst es rückgängig machen, weil dein Freund sich wie ein eifersüchtiges Kind aufführt. Ich finde, diese Beziehung schadet deiner Unabhängigkeit. Ja, das ist wohl zurzeit deine größte Sorge. Mir macht es Sorgen, dass meine Tochter die Verantwortung für eine Verpflichtung nicht tragen will. Ich frage mich wirklich, ob ich dir gar nichts beigebracht habe. Du hast mir viel beigebracht. Und um ehrlich zu sein, das meiste davon würde ich liebend gerne vergessen. Na, schmeckt's? Falls Sie mich hergebracht haben, um mir was klarzumachen, vergessen Sie es. Was glauben Sie denn, dass ich Ihnen klarmachen will? Na, möglicherweise, wo man enden kann, wenn man trinkt. Ich bin aber nicht wie die. Im Moment nicht, aber Sie sind Ihnen ähnlicher, als Sie vermuten. Was wollen Sie damit sagen? Dass Sie alle Familie und angesehene Berufe hatten. Man wird nicht so geboren. Oh, ich wusste, dass eine Moralpredigt kommt. Früher haben die auch geglaubt, dass sie nie so enden würden. Und dass sie damit keine Probleme hätten. Aber sie waren Alkoholiker. Und anstatt dazu zu stehen, tranken sie weiter. Und der Alkohol nahm immer größeren Raum ein. Bis er irgendwann auch die letzten Freunde verdrängt hatte. Und dann war es nur noch ein kleiner Schritt bis hierher. Mason, Sie sind Alkoholiker. Sie müssen sich behandeln lassen. Alkoholismus ist nicht heilbar, aber man kann lernen, die Sucht zu kontrollieren. Ich garantiere Ihnen, wenn Sie nicht sofort etwas dagegen tun, werden Sie in ein paar Jahren das gleiche erbärmliche Leben führen wie diese Männer. Ich weiß nicht, was Sie von mir hören wollen. Ich höre auf, weil Julia sich von mir wünscht, dass ich das Trinken aufgebe. Sie sollen nicht Julia zuliebe aufhören zu trinken. Das klappt nicht. Sie müssen es wollen. Sie ganz allein. Und wie bitte soll ich das machen? Ich habe vor, eine Selbsthilfegruppe für Alkoholiker zu gründen. Und ich möchte, dass Sie mitmachen. Oh. Gruppen waren mir schon immer suspekt. Sie haben doch selbst gesagt, dass man es allein schaffen muss. Was soll ich dann bei einer Gruppe? Mason, ich kenne niemanden, der allein damit fertig geworden ist. Sie werden Hilfe annehmen müssen. Und ich biete Ihnen meine Hilfe an. Auch wenn Sie noch nicht bereit sind, sie anzunehmen. Und, was haben Sie für mich? Ich? Wieso denn ich? Nein, was haben Sie für mich? Was soll die blöde Frage? Sie schulden mir was, mein Freund. Ich habe Sie immerhin vor der drohenden Suspendierung bewahrt. Und ich kann, wenn ich will, jederzeit eine neue Überprüfung beantragen. Na gut. Eine Sondereinheit überprüft nochmal alles. Und wenn die was finden, platzt ihre Geschichte. Das ist mir bekannt. Und weiter? Und wissen Sie auch schon, wo die anfangen wollen? Die Kollegen von der Spurensicherung wollen in der Asservatenkammer anfangen. Sie haben sich also entschieden, wieder bei uns einzusteigen. Was anderes erwartet? Ich hatte lediglich gehofft, Sie würden einsehen, dass Sie sich den falschen Moment ausgesucht haben. Sie fühlen sich doch wohl nicht etwa übergangen. Darüber mache ich mir keine Sorgen. Ich dachte dabei an Sie. Wieso fällt es mir schwer, das zu glauben? Sie wissen, ich mag weder Ihre Einstellung noch Ihre Vorgehensweise. Aber ich halte Sie dennoch für einen guten Polizisten. Trotzdem, ein guter Polizist bearbeitet keinen Fall, der ihn persönlich betrifft. Sie müssten doch wissen, dass es unmöglich ist, die eigenen Gefühle daraus zu halten. Das schreit geradezu nach Ärger. Ich werde beweisen, dass es nicht stimmt. Das hoffe ich für Sie. Aber ich glaub's nicht, dazu kenne ich Sie zu gut. Cruz, ich freue mich sehr, Sie zu sehen. Ich find's fabelhaft, dass Sie hier wieder arbeiten werden. Ich habe immer gehofft, dass Sie zurückkommen. Vielen Dank, Chief. Ich finde es sehr nett, dass Sie mir die Möglichkeit dazu geben. Ach, ist doch selbstverständlich. Lieutenant, es macht Ihnen doch wohl nichts aus, wenn wir kurz mal Ihr Büro benutzen. Natürlich nicht, Sir. Cruz, gehen Sie bitte da rein. Jetzt kommt der offizielle Teil. Und wo Sie gerade da sind, kommen Sie doch gleich mit rein und bezeugen Sie alles. Ja, Sir. Sie müssen wissen, dass sich verdammt viele Leute für unsere kleine Feier hier sehr zu interessieren scheinen. Ich bin sicher, Sie werden uns in ein paar Minuten schon Gesellschaft leisten. Vorher möchte ich Ihnen noch sagen, wie froh ich bin, dass Sie wieder bei uns sind. Ich hoffe, Sie schaffen mir die Reporter vom Hals, die mir wegen diesen Verrückten da draußen die Hölle heiß machen. Mhm. Bitte. Mit Vergnügen. Hiermit gelobe ich feierlich, nach bestem Wissen und Gewissen der Verfassung der Vereinigten Staaten und der Verfassung des Staates Kalifornien zu dienen. Ich schwöre vor Gott und allen Anwesenden, dass ich getreu meiner Aufgabe als Polizeibeamter das Gesetz achten und schützen werde. Das schwöre ich, so wahr mir Gott helfe.
Da Sie bereits schon einmal im Polizeidienst gestanden haben, ist Ihnen bekannt, dass Sie vom heutigen Tage an das Gesetz vertreten. Meinen Glückwunsch und willkommen zu Hause. Vielen Dank, Sir. Ich bin Ihnen wirklich äußerst dankbar, dass ich wieder hier arbeiten darf. Ja, gut. Gehen wir wieder an die Arbeit. Sieht so aus, als ob Sie ein paar einflussreiche Freunde hätten. Ich würde nicht sagen, dass er mein Freund ist. Wir kennen uns nur schon lange. Ich hoffe nur, dass Sie wissen, was Sie da eben geschworen haben. Davon können Sie überzeugt sein. Ich mache mir auch jetzt noch Gedanken darüber. Dann hatten Sie es wohl bloß vergessen, als Sie den Verdächtigen angriffen, den ich in Gewahrsam hatte. Das war bestimmt nicht richtig. Sie haben recht. Aber das haben Sie mir mittlerweile schon oft genug aufs Butterbrot geschmiert. Als Ihr Vorgesetzter verlange ich jetzt von Ihnen, dass Sie damit aufhören. Wir haben sehr viel zu tun. Ich würde vorschlagen, dass Sie sich zuerst die Videoaufnahmen ansehen, die aus dem Labor gekommen sind. Übrigens ist es kein Vorschlag. Es ist ein Befehl. Gina, du gehörst zu den wenigen Menschen, die diesen Hut wirklich tragen können. Leider steht da deinem Mann auch. Er sieht so gut. Hm. Ich will was zu trinken. Sunny, wenn du so wie Mason sein willst, dann benimm dich gefälligst auch wie er. Was hast du denn da für ein blödes Teil auf dem Kopf? Das ist ein unwahrscheinlich teurer Hut. Willst du damit sagen, dass du für dieses Ding Geld ausgegeben hast? Also mir gefällt... Bekomme ich jetzt endlich was zu trinken? Warum hast du eigentlich so furchtbar schlechte Laune? Ach, ich musste mir gerade von diesem schwachsinnigen Priester eine Moralpredigt anhören. Oh, du meinst Pater Michael. Kenne ich vielleicht noch einen anderen Priester? Ich verstehe nicht. Was hat er denn von dir gewollt? Er meint, ich würde zu viel trinken. Der Kerl geht mir wirklich unheimlich auf die Nerven. Er will, dass du aufhörst zu trinken? Ja, ich sagte ihm, ich würde aufhören, doch das reicht ihm nicht. Er will mich jetzt davon überzeugen, dass ich bereits Alkoholiker bin. Hast du sowas Blödes schon mal gehört? Wo ist mein Drink? Weißt du, Sunny, ich glaube, manchmal verbringst du zu viel Zeit mit Pater Michael und Julia. Die sind vollkommen uninteressant und außerdem sind sie das arm. Das weiß ich. Wieso versuchst du da nicht lieber, dich wieder mit CC zu versöhnen? Je eher du bei den Capels ein- und ausgehst, desto eher können wir ihnen auch das Geld aus der Tasche ziehen. Ich kann jetzt nicht darüber nachdenken. Ich denke nur daran, wo ich was zu trinken herkriege. Sunny, siehst du denn nicht, dass wir damit nur unsere Zeit verschwenden? Bist du schwerhörig? Ich will nichts weiter als einen netten, kühlen Drink. Entweder kriege ich sofort einen, wie du es mir versprochen hast. Oder du wirst gleich mal sehen, wie sagenhaft schnell ich von hier verschwinden kann. Nein, nicht doch. Jetzt warte bitte. Wieso hast du es denn so eilig, hm? Du weißt doch, was Gina versprochen hat. Das hält sie auch. Ach, übrigens habe ich gehört, dass sie uns ein paar Tage verlassen. Ja, richtig. Ich verreise, um genau zu sein. Ich fahre rüber nach Minnesota zu meiner Familie und zum Angeln. Wissen Sie, die Forellen im Minnetonka-See, die beißen wie verrückt um diese Zeit. Das ist wirklich großartig. Hört sich fantastisch an. Ich wünsche Ihnen gute Erholung. Gut, und was erwartet Sie bei uns? Wir haben eine Vielzahl von Berichten für Sie vorbereitet und Paul wird später die neuesten Ergebnisse des gestrigen Spieltages bekannt geben. Nach den Meldungen erfahren Sie das Neueste zu den Wahlen von Eden Castillo, also bleiben Sie dran. Und Schnitt! Geschafft. Ich bringe Ihnen ein Forellensandwich. Hört sich gut an. Oder eine Pudelmütze. Wollen Sie sowas haben? Ich würde mich riesig darüber freuen. Und für meinen Mann bitte auch. Wir kriegen eine, natürlich. Eden, da ist ein Anruf für Sie. Oh, danke. Sie können ruhig rangehen, es ist noch Zeit. Okay. Hallo, Eden Castillo? Ich liebe es, dich im Fernsehen zu sehen, aber deinen Mann mag ich überhaupt nicht. Deswegen habe ich ihn beseitigt. Was? Er ist tot. Ich habe ihn mir gerade eben vorgenommen. Und fünf. Vier, drei, zwei. Es tut mir leid. Nach neuesten Berichten unserer Nachrichtenredaktion sind die Kandidaten bereits vollauf damit beschäftigt, sich auf die Wahlen, die im nächsten Jahr stattfinden, gründlich vorzubereiten. Oh mein Gott, wir brauchen einen Krankenwagen. Cruz. Oh mein Gott. Schön, dass Sie wieder da sind. Naja, ich wollte wieder arbeiten. Ich hätte es auch in meiner Wohnung nicht länger ausgehalten. Ich lasse mir doch von diesem Mann nicht mein Leben ruinieren. Ja, eine sehr vernünftige Einstellung. Sie dürfen sich aber nicht überanstrengen.
Das werde ich nicht. Okay, wenn Sie versprechen, sich zu schonen, verspreche ich, auf Sie zu achten. Wenn Sie irgendwann einmal Hilfe brauchen oder einfach nur reden wollen, ich bin da. Danke, Doktor. Ich werde es mir merken. Fein. Oh, oh nein. Entschuldige. Ah, es war mein Fehler. Ich habe nicht aufgepasst, wo ich hinlaufe. Was ist mit dir los? Gar nichts. Ich merke dir doch an, dass etwas nicht stimmt. Ach, ich bin nur etwas gestresst zurzeit. Könnte es nicht sein, dass es eher daran liegt, dass du mit Scott vorhin einen Streit gehabt hast? Ich kann nur hoffen, dass ich nicht der Anlass dafür gewesen bin. Ach, nein, nein, es ist nicht deine Schuld. Ich wollte ja auch eigentlich nicht damit sagen, dass es meine Schuld ist. Ich möchte nur nicht, dass du meinetwegen Probleme hast. Nein, keine Sorge. Hesse, du hast schon viel für diese Party getan. Wenn du aussteigen willst, ist das okay. Du kennst dich doch damit aus. Was mache ich denn jetzt? Wo ist Cruz? Keine Ahnung. Und woher sollte ich das denn auch wissen? Schade, jetzt habe ich seine Vereidigung verpasst. Ich wäre auch liebend gern dabei gewesen. Wieso sind Sie so furchtbar nervös? Ich bin absolut nicht nervös, Julia. Sie sind ein Nervenbündel. Was ist passiert? Ist Ihnen endlich doch einer auf die Schliche gekommen? Woher sollten Sie denn wissen, was los ist? Ich weiß einfach alles. Werden Sie mir helfen, Julia? Wieso sollte ich Ihnen helfen? Weil Sie es mir schuldig sind. Ich schulde Ihnen überhaupt nichts. Ich habe Ihnen auch schon geholfen. Wann? Ich habe Ihnen bestimmt schon geholfen. Unsinn. Sie würden niemals etwas für einen anderen tun. Sie haben immer nur versucht, uns das Leben so schwer wie möglich zu machen. Das heißt doch, dass Sie mir nicht egal sind. Ich kenne nicht einen Grund, wieso ich Ihnen helfen sollte. Sie sind ein besserer Mensch als ich. Hm? Das reicht doch. Möglicherweise. Ganz bestimmt sogar. Sie helfen mir? Ich wusste es doch. Und wie? Gestehen Sie. Dann helfe ich Ihnen. Ach, ist das wirklich Ihr Ernst? Ja. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Kein Handel, keine Immunität, nur ein Geständnis wollen Sie? Wäre möglich, dass die Strafe niedriger ausfällt, wenn Sie geständig sind. Sie haben zu lange diesem Kleriker zugehört. Glauben Sie etwa selbst, was Sie da sagen? Der Generalstaatsanwalt hat sicher nicht vor, mich nach 10 Vaterunsern wieder laufen zu lassen. Aber vielleicht stimmt Ihnen das milder. Denken Sie? Nein, aber es ist Ihre einzige Chance. Ich soll also einfach gestehen, ja? Die Wahrheit sagen und alles zugeben, was? Ja. Da wäre ich nie im Leben drauf gekommen. Sie gestehen jetzt alles. Ich bin Ihr Zeuge und Sie werden sehen, dass es Ihnen gleich viel besser geht. Glauben Sie? Ich kann es nicht. Es geht einfach nicht. Wenn Sie meinen, lassen Sie sich ruhig von den Wölfen treten und zerfleischen. Ich habe jedenfalls was Besseres zu tun. Da draußen warten jede Menge Leute, die gerne, sehr gerne, sozusagen freiwillig, ihre Zeugenaussage machen würden. Hey, Wainwright, warten Sie doch, wissen Sie, Ihre Ehrlichkeit habe ich schon immer an Ihnen verabscheut, aber Sie könnte mir vielleicht diesmal zugutekommen. Kennen Sie keinen Weg, wie ich da wieder rauskomme? Es gibt keinen. Und das meinen Sie ernst, nicht wahr? Ich bin also erledigt. Der Fall ist gelaufen. Sie sind erledigt. Es wird Zeit, das endlich einzusehen. Also gut, ich... Ich werde gestehen. Großartig. Großartig. Ich stehe kurz davor, mir mein Leben zu ruinieren. Sie haben verdammt lange für mich gearbeitet. Wir beide sind durch dick und dünn gegangen. Und das Mitfühlendste, was Sie mir zu sagen haben, ist großartig. In Ordnung. Trotzdem, auch wenn es Ihnen schwerfällt, ich warte immer noch auf Ihr Geständnis. Also, lassen Sie uns keine Zeit verlieren. Raus mit der Sprache, Kies. Womit soll ich anfangen? Wie wär's mit dem Anfang? Oh ja, natürlich. Mal sehen. Also schön. Als ich ungefähr 6 Jahre alt war, wollte ich partout eins von diesen Schmetterlings-Jojos. Also habe ich einfach meiner Schwester das Sparschwein geklaut. Ich glaube, diesen Teil ihres Lebens können wir uns sparen.
Ich bin kein Gauner. Ich bin kein Gauner. Ich finde, es reicht, wenn Sie mit Ihrer Karriere als Staatsanwalt beginnen. Nein, ich bin kein Gauner. Doch, das sind Sie. Und wir alle wissen es. Ich will bloß noch die Einzelheiten zusammentragen. Ich habe nichts Unrechtes getan. Sagen Sie jetzt endlich die Wahrheit, Ach so, na klar. Ich weiß, was Sie vorhaben. Sie wollen sich damit beim Generalstaatsanwalt einschmeicheln. Aber daraus wird nichts. Das können Sie vergessen. Keith Timmons lässt sich nicht einwickeln. Wiedersehen. Ich will wirklich nicht, dass du wegen meiner Party Probleme hast. Die wichtigsten Vorbereitungen hast du ohnehin schon getroffen. Du warst in dem Restaurant, hast das Menü ausgewählt. Du hast alles so gut geplant, dass ich den Rest selbst übernehmen kann. Ach, weißt du, ich finde, ich habe schon so viel Arbeit Kommt in die Sache gesteckt. Kommt mit der Party denn voran? Oh, ja, sicher. Kein Problem. Ich mache das wirklich gerne für dich, Zack. Bist du sicher? Natürlich. Ich gehe dann mal wieder arbeiten. Gut. Na, hört sich an, als wenn alles klappen würde. Es scheint so. Ich sage Ihnen was. Jedes Vorstandsmitglied, das etwas auf sich hält, wird zu Ihrer Party kommen. Sie scherzen. Sie wollten doch nicht etwa wirklich nur eine kleine Feier? Oh, nein, ich hätte nur nicht gedacht, dass jemand von denen kommen würde. Na ja, vielleicht habe ich da ein bisschen nachgeholfen. Arthur, ich bin Ihnen wirklich sehr dankbar. Gern geschehen. Hallo, Arthur. Hallo. Wie läuft es denn an Ihrem ersten Tag? Oh, es ist großartig. Wissen Sie, ich mag den Job im Country Club auch. Aber nur hier habe ich dieses Gefühl, dass ich den Menschen helfen kann. Hier geht es nicht um irgendein Image oder irgend so. Das ist völlig richtig. Sie haben sehr viel zu geben. Ich bin überrascht, dass Ihnen das erst jetzt klar geworden ist. Mein Selbstbewusstsein war ziemlich weit unten und ich baue es gerade wieder auf. Klingt, als ob Sie was Konkretes vorhaben. Ja, so ist es auch. Zuerst bringe ich mein Leben in Ordnung und dann hole ich mein Baby zurück. Ich habe das Gefühl, das wird mit Sicherheit schneller geschehen, als ich Sie erwarten. Ich hoffe es. Oh, Clark, ich muss Sie sprechen. Ja, Sir? Ich nehme an, dass Sie schon wissen, dass diesen Monat eine Chirurgenkonferenz in London ist. Ja, ich habe es gelesen. Gestern Morgen stand ein großer Artikel in der Zeitung. Gut, dann wissen Sie auch etwas über die revolutionäre neue Methode in der Bypass-Laserchirurgie, die dort vorgestellt werden soll. Ich glaube, das wird ein wirklich sehr spannendes Symposium. Ja, das wird es ganz bestimmt. Gut, dann hoffe ich, dass Sie sich freuen werden, wenn ich Ihnen die Gelegenheit gebe, dabei zu sein. Dort haben Sie die Möglichkeit, auf internationalem Niveau mit den größten Kapazitäten der Chirurgie ins Gespräch zu kommen. Ich denke, Sie haben es verdient. Das ist ja großartig. Ich gratuliere Ihnen. Sie sind ein Glückskind. Ja, vielen Dank. London ist so schön. Ich wünschte, ich würde fahren. Jetzt sollte ich aber wieder was tun. Bis später. Ich hoffe, wir sehen uns noch. Also, sie war weitaus begeisterter davon als Sie. Ich weiß nicht genau, was Sie von mir erwarten. Ein einfaches Dankeschön wird mir genügen. Ich weiß, dass jeder andere Kollege in diesem Krankenhaus sicher seinen rechten Arm dafür hergeben würde. Mich stört nur ehrlich gesagt, dass es bereits morgen anfängt und ich für mindestens 2 Wochen nicht hier sein werde. Für Ihre Vertretung ist schon gesorgt. Scheinbar denken Sie einfach an alles. Ich versuch's. Einen Moment, Doktor. Ist das für mich wirklich eine Ehre oder eine Bestrafung? Weder noch. Sie müssen sich beeilen, Clark. Dr. Clark? Was ist? Wendy, holen Sie sofort Dr. Kelton. Gott, finden Sie heraus, was mit uns ist. Okay, bleiben Sie ganz ruhig und atmen Sie tief durch. Nein, ich bin okay. Sie müssen herausfinden, was mit Cruz ist. Mir, wo Sie Ihre Schmerzen haben. Ich verstehe nicht. Er hat gesagt, er bleibt wütend. Es war furchtbar. Es war der Mann, der mich vergewaltigt hat. Er hat gesagt, dass er Cruz beseitigt hat. Dieser Kerl versucht doch nur, Sie zu terrorisieren. Sie dürfen ihm keinen Glauben schenken. Sie wissen, dass Cruz auf sich selbst aufpassen kann. Bitte. Bitte. Okay, schon gut. Wissen Sie, wo Cruz sich im Moment aufhält? Er wollte zum Revier, hat er gesagt. Und ich hoffe, er ist da. Bitte finden Sie ihn. Ist ja schon gut. Ich werde sofort dort anrufen und ich finde ihn bestimmt. In der Zwischenzeit versuchen Sie, sich etwas zu beruhigen. Ja, gut. Eden, ganz ruhig. Denken Sie jetzt nur noch an Ihre Atemübung. Tief durchatmen. Irgendein Sadist hat Eden vorhin angerufen und gesagt, er hätte Cruz umgebracht. Sagen Sie mir, dass das nicht wahr ist. Ich habe eben mit der Zentrale telefoniert. Bis jetzt gibt es keine Beweise, dass ihm wirklich etwas geschehen ist. Aber ich habe meinen Leuten sofort den Befehl gegeben, ihn zu suchen. Sie wissen, dass ich die Story gern hätte. Ich hoffe, diesmal gibt es keine Story.
Oh, ich möchte natürlich nicht, dass Cruz etwas passiert, aber eine Story ist es dennoch. Das ist bestimmt etwas, das für die Öffentlichkeit sehr interessant ist und... Ich finde, die Menschen hier haben das Recht auf eine aktuelle Berichterstattung. Ungefähr 3 Dutzend Reporter sind mittlerweile scharf auf diese Geschichte. Wieso sollte ich sie gerade Ihnen geben? Weil Sie mir vertrauen können. Ach ja. Ich habe immer noch eine Videoaufnahme, wo Cruz einen Verdächtigen bedroht, den Sie in Gewahrsam hatten. Sie haben mich gebeten, es nicht zu veröffentlichen und ich tat es nicht. Finden Sie nicht, dass Sie mir vertrauen können? Okay. Ein Vorschlag. Ich lasse es Sie wissen, wenn es irgendetwas Neues geben sollte. Danke, Lieutenant Boswell. Du bist dran. Vater, bitte, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens. Ich würde Mason gern helfen, aber ich muss dir auch gestehen, dass ich voller Zweifel bin. Bitte, hilf mir, diese furchtbaren Zweifel zu überwinden, so dass ich mich ganz meiner Aufgabe widmen kann, dir zu dienen. Ist jemand hier? Mann, worauf wartest du denn noch, du Idiot? Jetzt mach nicht denselben Fehler wie ich, vernichte alle Beweise. Ich danke ihm vielmals, Sir. Übrigens, wie hat damals eigentlich Ihre Frau reagiert? Gegangen. Ich vermisse dich, mein Schatz, komm nach Haus. Ich bin konzentriert, Süße. Wir müssen einen Weg finden, dich und CC wieder zusammenzubringen. Ach, vergiss es. Der Alte hasst mich, das fühle ich. Das ist nicht wahr. Ich weiß, dass er immer sehr viel von dir, von Mason hielt. Immerhin ist Mason sein ältester Sohn gewesen. Wenn wir ihn davon überzeugen, dass du der Sohn seiner Träume bist, dann haben wir das Keppel-Vermögen schon fast in der Tasche. Süße, du sprichst nur noch vom Geschäft, wenn ich dich sehe. Deswegen bin ich heute aber nicht gekommen. Ich wollte mich eigentlich amüsieren. Sonny, nein. Dein Sonny hat ganz dringend ein paar Inspirationen nötig. Warum setzt du dich nicht einfach hin und inspirierst mich? Nein, Sonny, warte. Bitte versuchen Sie, sich zu beruhigen. Sie atmen immer noch viel zu schnell. Atmen Sie ruhiger. Oh nein, bitte. Ich kann nicht. Sie müssen es versuchen. Irgendetwas passiert ist. Ganz weiß ich ruhig. Nicht, was ich tun suchen Sie nach ihm. Ich bin sicher, dass Ihre Sorgen völlig unnötig sind. Er ist sicher nur... Ich kann ihn freien. Gut. Eben? Cruz, geht es dir gut? Natürlich geht es mir gut, Schatz. Du musst dir keine Sorgen um mich machen. Ich hab solche Angst gehabt. Er hat angerufen. Er hat gelogen. Ich bin nie in Gefahr gewesen. Ich war... Kommen Sie bitte, es wird Zeit. Wir wollten nicht, dass dem Baby etwas passiert.